Hallo Leute, ich bin heute mit Spindash und wir werfen heute einen Blick auf einen Warframe, der kein Trugbild ist. Mirage. Mirage ist ein Clown. Besser kann ich sie in einem Wort nicht beschreiben. Sie ist aber eine Art Gegenstück zu Loki, da sie Feinde verwirrt und ihnen explosive Streiche spielt. Sie ist recht fragil, was sie mit einem hohen Schadenspotenzial und Massenkontrolle ausgleicht. Mirages Blaupause bekommt ihr im Markt für 35.000 Credits. Ihre Teile erhaltet ihr in der Quest Versteckte Nachrichten. Um diese Quest zu starten, müsst ihr die entsprechende Blaupause im Markt kaufen und craften, wofür ihr die Chiffrierer aus den Vaults im Wrack benötigt. Beachtet, dass ihr die Quest derzeit nur einmal machen könnt. Was bedeutet, dass wenn ihr Mirage verkauft, ihr sie nur über Platin erneut bekommen könnt. Wo wir schon von Platin sprechen, Mirage gibt es alternativ auch samt Slot und Reaktor für 275 Platin. Oder im Harlequin-Paket zusammen mit Boostern, dem Schlüssel für die Quest, dem Harlequin-Helm, der in Aksani, der Silver und Aegis samt Haltung Elfter Sturm und Boostern für 600 Platin. Mirages erste Fähigkeit, Spiegelkabinett, erzeugt vier Klone, die Feinde ablenken, alle eure Bewegungen imitieren und einen Teil eures Waffenschadens austeilen. Ihre zweite Fähigkeit, Taschenspielertrick, manipuliert alle interaktiven Objekte in Reichweite. So werden zum Beispiel Kontrollkonsolen Feinde anlocken und anschließend explodieren. Munition und Energie auf dem Boden explodiert und verteilt zufälligen Elementarschaden. Corpus Laserfallen schaden Feinden und laden die Schilde und bis zu 50 Energie von Warframes wieder auf, wenn ihr darin steht. Ihre dritte Fähigkeit, Eclipse, erhöht entweder Mirages Waffenschaden, wenn sie im Licht steht, oder gibt ihr Schadensreduktion, wenn sie im Schatten steht. Mirages vierte Fähigkeit, Prisma, schießt ein Projektil, welches geradeaus fliegt, von Hindernissen abprallt und Laser in alle Richtungen verschießt. Läuft die Fähigkeit aus oder wird Prisma erneut ausgelöst, explodiert die Kugel und blendet alle Feinde in Reichweite. Mirage besitzt zudem zwei passive Fähigkeiten. Zum einen sind alle ihre Manöver wie Ausweichrollen 50% schneller, zum anderen ist ihr Geschosssprung 25% schneller. Mein Bild besteht aus Umlenkung, Kontinuität, Stromlinie, Überdehnt, flüchtige Stärke, Verstärken, Ausdehnung und einer Rang 3 flüchtigen Expertise. Dies erlaubt es euch mit einer offenen Map mit Prisma alles zu zerstören, was zum Beispiel auf Cerberus nützlich ist. Alternativ könnt ihr mit ihrem Augment Sonnenfinsternis einem Buff-Bild aus Engstirnig, Verstärken, Kontinuität, Sonnenfinsternis, flüchtige Stärke, Umlenkung, Ausdehnung und Stromlinie erstellen. Dieser war aber mehr zu Mesa Ambot-Zeiten in Gebrauch und besitzt nur eine geringe Reichweite. Mirage ist auf keinen Fall unter den Must-Have-Frames, wenn ihr sie aber habt, solltet ihr euch nicht mehr von ihr trennen. Sie hat ihre Anwendungen, wenn ihr sie aber noch nicht habt, empfehle ich euch zuerst andere Frames zu priorisieren. Kamehameha! Hadouken!